So, und willkommen zurück zu Software Inc. Und ihr wartet darauf, dass unsere gute Frau, wie auch immer sie mal heißt, ich glaube, Dana hieß sie, oder? Auf die Zunge gebissen. Dana Morgan, aus ihrem, meiner Meinung nach, nicht wohlverdienten Urlaub zurückkommt und wir endlich mal ein bisschen anfangen, Kohle zu scheffeln. Und wir haben schon ein paar Aufträge am Laufen. Das mit der Forschung, das müssen wir uns mal anschauen, warum das jetzt nicht geht. Weil eigentlich steht hier System und System haben wir von Skills ja normalerweise zur Verfügung. Von daher weiß ich gerade nicht, woran das hapert. Aber wir machen erstmal noch hier ein, zwei normale Aufträge, dass ein bisschen Geld reinkommt. Und genau. Pause. Review. Auswärtsreview machen wir. Das ist zwar immer relativ teuer, aber ich denke, das ist wahrscheinlich zuverlässiger. Genau, und da geht doch System auch hoch. Warum geht es dann hier nicht? So, ja, damit kann man sich doch schon mal relativ gut über Wasser halten. 9,5. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage. Die Frau ist immer gestresst, ne? Ich würde sie ja fast gerne in ein anderes Team setzen, aber dann, ich kann wahrscheinlich in der normalen Phase nur ein Team das Ganze hier zuweisen. Kann ich es mehr Teams zuweisen? Pass auf, Switch Team? Nee, okay. Manage Employees. Kann ich irgendwie Change Team? Kann ich ein neues Team anlegen? Manage Teams. So. Wir sind 137% kompatibel. Vielleicht soll ich das sogar fast dann so lassen. Weil sie ist zwar jetzt gestresst. Ich gucke mal erstmal, wie sich das mit dem Stress entwickelt. Ja, das ist schon arg, ne? So, jetzt wird der Stress trotzdem noch mehr. Wohl es bloß ein. Obwohl es bloß ein Projekt ist. Und das kriege ich auch heute nicht mehr fertig. Dass ich könnte es auch fertig machen ohne Bugfixing. Komm, wir gehen direkt die Beta und schicken das jetzt einfach raus. Es ist sogar outstanding. So, aber beim Research geht trotzdem nichts vorwärts. Und wir haben jetzt eigentlich. Na gut, es ist die Wiederholung. Ne, da geht nichts vorwärts mehr. Okay, wir schauen uns das Tutorial nochmal kurz an. Press continue. You can see which features have already been researched and which are currently patented. Features will appear as they are. Click on here and pick the teams you want to conduct for the research. Genau, aber unassigned und es geht trotzdem, dauert es einfach nur vielleicht wahnsinnig lang oder? Okay, kann man Prioritäten einstellen? Ja, da geht, also laut den Zahlen bin ich der Meinung, arbeite ja tatsächlich, oder arbeite ich tatsächlich dran, aber ich glaube, dass es einfach wahnsinnig viele Ressourcen wahrscheinlich braucht. Also Arbeitsressourcen und so. So, dann nehmen wir erstmal noch ein paar Aufträge an. Was haben wir hier? Command Line. Accept. 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 Und dann stellen wir uns vielleicht noch einen ein, der das Ganze kann. No, no. Wir brauchen einen Role Programmer System. Genau, weil der kann ja auch vorzugsweise das da oben mit erforschen. Also auf
suchen wir mal für 500. Begin looking. So, was haben wir denn jetzt hier? Erstmal nach Age. Okay, da sind doch schon ein paar sehr gut geskillte dabei. Personality. Ja, das kann man so lassen. Sozial wäre vielleicht fast ein bisschen schöner. Der kann auch ein bisschen Art, das ist auch nicht schlecht. Compatibility, Normal. Ich würde mir gerne den hier noch anschauen. Auch Normal. So. Huch, Hilfe. Da sagt mir aber der Ryle Martin fast mehr zu. Beziehungsweise. Ich glaube fast, wir nehmen die Kathy. Die schaut mir fast noch besser aus. Wo kann ich die einstellen? Hier, genau. Ah, ich glaube, das Spiel gefällt mir jetzt richtig gut mittlerweile. Okay, okay, okay. Aber wir brauchen natürlich dann für die gute Frau auch noch einen Arbeitsplatz. Und dafür denke ich fast, müssen wir das Gebäude mal ein bisschen erweitern. Also ich muss in meinem... innerhalb meiner Zone weiterbauen. Das heißt aber auch, wir müssen das ganze Ding hier ein bisschen umstellen fast. Kann ich die Wand hier abreißen? Merge Rooms? Ah, sehr schön. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir bauen das Fenster lieber wieder rein. Oder die zwei Fenster. Dann brauchen wir natürlich erstmal einen Tisch. Und wir brauchen einen Stuhl dafür. Und wir brauchen natürlich noch einen halbwegs adäquaten neuen, den neuesten PC, den neuesten überhaupt, den es gibt, damit die gute Frau da arbeiten kann. So. Und der Boden schaut mir gerade ganz so kahl aus. Da machen wir doch mal einen. Dafür machen wir einfach einen Braunteppich rein. So. Sehr schön. So, kommen wir hier, Furniture-mäßig. Na gut, wir müssen mal gucken, wie schaut es denn aus hier. Lärm ist brutal natürlich. Room Labels, Core, Data Overlay, Lightning. Ist in Ordnung, Effectiveness. Specification. Irgendwie ändert sich da nicht viel, habe ich das Gefühl. Temperature. Electricity. Naja. Da tut sich jetzt nicht so viel, aber ich glaube, wir können das mal so lassen. So, jetzt die Frage, wird dummerweise vielleicht erst morgen kommen, oder? Es schaut fast danach aus. So, dann wird die gute Frau hier total gestresst sein wahrscheinlich. Nicht mal. Nee, hier ist die gute Frau. Nein, nein, das bin ich. Verdammt. Ah, Hilfe. Ist noch nicht so gestresst, wie ich gedacht habe. Jetzt fängt's an, okay. Develop. So, da können wir auch anfangen. Aber jetzt beginnt wahrscheinlich erst richtig der Stress für die arme Frau. Denn am Morgen ist noch Skill and System Code. Click to view. Of the car ink ist... Okay, ja gut, das, ich denke, das haben wir doch gerettet, also. Von daher. So lang arbeitet die heute eh nicht mehr. Stress, make sure you don't overwork them. Build a canteen, send them home when they're completely stressed out. So wie jetzt zum Beispiel. Ja, das mit der Kantine sollte man sich vielleicht auch mal überlegen, aber das. Mal machen, dass sie sich ausruhen können. Ich meine, da oben wäre jetzt an sich ein schönes Eck, wo man. Das mal machen könnte, oder probieren könnte. Kantine. Das ist alles, was man hier für eine Kantine hat.
Okay. Bench. Ein bisschen arg groß, glaube ich. Serving Tray. Das ist alles nicht so das, was ich wirklich suche. Aber okay. Ich mache das einfach mal so. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Keine Ahnung. Effectiveness ist bloß bei 73%. Ja, okay, wir schauen uns mal einfach, wie es mit dem neuen Mitarbeiter namens Dana Morgan. Nein. Katie Marshall, genau. Wie das denn jetzt so viel funktioniert. Also da oben geht schon mal gar nichts vorwärts. Das pausieren wir jetzt auch mal kurz, während die anderen drei Aufträge da am Laufen sind. So, und wie euch sind jetzt gestresst? Du bist extrem gestresst. Okay, dann geh bitte nach Hause. Du bist jetzt langsam gestresst. Okay, drei Aufträge sind vielleicht fast ein bisschen viel, selbst für drei Leute. Moment, stopp, stopp. Review, Outsourcing und Review, Outsourcing. Und das wird auch mal kurz angehalten. So, ich hoffe, das geht noch einigermaßen durch hier, bevor der Tag rum ist. So, und bis auf KN kann man alles geschafft. So, und schaffen wir es dann noch irgendwelche Bugs zu fixen? Leider nicht. Achso, das hätte man vielleicht vorher machen sollen. Verdammt. Ah. Ja, komm, wir hauen das jetzt einfach mal raus. Und nehmen dann. Ja, ich glaube, jetzt am nächsten Tag neue Aufträge an. Dass wir dann nicht noch einen Monat verlieren. So, aber die arbeiten doch jetzt hier. Also, wenn ich es richtig gesehen habe, wenn es rot ist, bringt es nichts. Und, also nichts für das Projekt. Und jetzt. Ach doch, ich glaube, der Balken wird langsam voll. Ja, Wahnsinn! Ich glaube, ich brauche einfach nur wahnsinnig viele Programmierer dafür. Verdammt. So, was haben wir hier? Command Line. Command Line. Was bringt denn. Wir machen mal nur zwei Aufträge. Vielleicht geht das ein bisschen besser. Boah, ich glaube, ich brauche einfach verdammt viele Programmierer, ja. Wie schaut es denn aus mit so 2D-Art? Das ist hauptsächlich Commander. Also haben wir noch ein mit System einstellen. Komm, ich glaube, wir stellen einfach noch einen ein. So, wir schauen mal für so 400 und wir brauchen einen Programmierer im Bereich System. Genau. Begin looking. So, dann schauen wir erstmal nochmal kurz nach Alter. Oh ja, 65% ist. Ja, dich nehmen wir doch. Der passt zwar vom Independent her nicht so ganz da rein, aber der kann verdammt viel. Komm, du bist engagiert. Nehmen wir gleich noch einen mit. Ah, der kann bei Design nicht wirklich viel, ne? Schade, schade. Das wäre jetzt natürlich der Hit noch gewesen, wenn er das auch noch abgedeckt hätte. Aber so generell. Komm, ich nehme dich auch noch. Aber am nächsten Tag haben wir zwei Leute mehr. Das heißt, wir brauchen hier auch noch zwei Tische mehr. Oh, da komme ich da gar nicht mehr durch, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen schon wieder erweitern. Das geht hier quasi Schlag auf Schlag. Ich finde es schade, dass ich die Fenster nicht einfach wandern lassen kann. Oder, ja, verschieben kann. Vielleicht bräuchte man auch immer noch eine zweite Heizung, aber das werden wir dann mal uns in Ruhe anschauen.
So, wir kommen auch gleich die neuen Stühle. Ein bisschen mehr Komfort da ist. Und. Na? Was wollte ich? Computer brauchen wir. Wir brauchen. Kitchen. Meeting. Office. Genau. So. Jetzt lassen wir doch mal hier die Zeit langsam weiterlaufen und schauen mal, wie das hier mit Environment 185%. Temperature 11, 12 Grad. 13, 14. Also steigt und wird besser. Ja, ist auch grün hier, also. Von daher kann man sich jetzt nicht unbedingt beschweren. Auf Klo ist es blau, okay, das sehe ich vielleicht noch ein. 356 Lux scheint. Also es ist auf jeden Fall alles grün. Also von daher scheint sich da keiner groß zu beschweren. Okay, auf dem Klo ist natürlich, ja, da schaut es nicht so besonders aus. Aber hier ist alles in Ordnung. Okay, lassen wir das mal weiterlaufen. Develop. Und hier unten auch. So. Ach, ist die schon wieder so gestresst? Kann ich die irgendwie. Pass auf. Educate Employee. Education Tutorials. So. Ja, gut, ich möchte es aber eigentlich. Die sind 3 Monate weg. Also kann man hier nur. Ich hätte eigentlich gerne die in Gestresstheit ausgebildet, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Send home. Komm, das hat keinen Sinn mehr mit dir hier. Die gute Frau arbeitet noch. So hart es geht. Bis über den Feierabend hinaus, oder? Ah, doch nicht, schade. 1 month left. Das heißt, da können wir auch noch ganz gut mit leben. So, und jetzt kommen doch die zwei neuen. Wenn es jetzt nicht vorwärts geht, na, dann weiß ich auch nicht. Employees request 40 mehr, das kann man akzeptieren. Ich bin ja gespannt, wie die ganzen Kosten von den Soldaten, wollte ich schon sagen, von den Programmierern reinkommen. Vielleicht sollte man auch mal drauf schauen. Wahrscheinlich reißt uns das so ein Loch ein, dass wir direkt pleite sind. Finanzen? Ah ne, gut, ich konnte. Was habe ich denn hier? Staff 0? Hä? Also, Salaries 5000. Aber ich denke, das kriegen wir wieder rein. Schau mal, und was da jetzt los ist, das ist ja fast schon real life. So, sind die auch überhaupt alle dem Core-Team zugeordnet? Ich hoffe es doch mal. Genau, alle im Core-Team. Ja, und sie arbeiten fleißig vor sich hin. Da kann man sich jetzt mal nicht beschweren. So, Pause. Review. Pause. Review. Ja, und so ackern wir uns da jetzt, denke ich mal, erstmal ein bisschen durch die Aufträge durch. Bis wir vielleicht mal eine eigene Software stellen oder mal da oben in unserem Prozessor weiterkommen. Was, glaube ich, erstmal, ich glaube, nicht so intelligent war, das zu machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das jetzt mit der Beta-Phase bringt. Vielleicht habe ich es auch nur einfach überlesen, aber ich würde jetzt gerne eben genau bis zum Feierabend möglichst die Bugs fixen, soweit es geht. Muss ich das überhaupt? Komm, ich kann doch die Dinge auch so abgeben, oder? Release, komm, raus damit. Das Ding hat jetzt 8000 gebracht. Das bringt jetzt weniger. Also an den Bugs liegt es anscheinend nicht. Send home. Und
So, den nächsten Auftrag nehmen wir vielleicht doch erst am nächsten Tag an. Moment. So. So, was hauen wir uns als für Aufträge rein? Wir hauen uns rein einmal Command Line. Dann haben wir hier nochmal Command Line. Ach nee, Lines of Code, da steht es ja tatsächlich. Ich hätte es vielleicht am Anfang richtig lesen sollen. So, es ist natürlich die Sache, die werden auch nicht viel besser. Gut, ich kriege wahrscheinlich keine besseren Aufträge, weil meine Reputation noch relativ niedrig ist. Aber die kriege ich auch gerade nicht hoch. Software entwickeln. Not now. Okay, das sollten wir uns mal bei Gelegenheit anschauen. Jetzt haben wir uns erstmal ein paar Aufträge angenommen.